Willkommen im Ostergarten in Kahlefeld in der Liebfrauenkirche. So hätte ich Sie gerne begrüßt, so wie wir es jedes Jahr tun in den Wochen vor Ostern, indem wir unsere Kirche verwandeln in einen Passionsweg und Ostergarten. Sie sind vorbeigegangen an Lotte, unserem alten, klapprigen Esel, vorbei an der Stadtsilhouette von Jerusalem. Sie wären hinübergegangen über Palmzweige, die wir auf dem Boden ausgebreitet hätten, und Tücher und Kleidung, die wir ausgebreitet hätten, so wie Jesus am Sonntag vor Gründonnerstag über Palmzweige und Kleidung nach Jerusalem eingeritten ist. Hosianna! Hosianna in der Höhe, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn, so hätten die begeisterten Menschen am Wegesrand gerufen und genauso hätten wir für sie gesungen, wenn sie sich auf diesen Gang in den Ostergarten eingelassen hätten. Eine Dreiviertelstunde den Weg Jesu mitgehen von dem Raum, an dem Jesus das Passamahl eingesetzt hat, das Passamahl gefeiert hat und das Abendmahl eingesetzt hat. Den ganzen schwierigen Passionsweg von hier bis hin zum Paradies, nachdem der Grabstein beiseite gewälzt ist. Schön und eindrucksvoll wäre es gewesen, wie immer. Aber in diesem Jahr ist nichts wie immer. In diesem Jahr dürfen wir nicht in unseren Kirchen uns treffen, keinen Weg durch den Ostergarten machen, keine Gottesdienste mit versammelter Gemeinde, kein Abendmahl. Und so haben wir Ihnen drei Gottesdienste vorbereitet, damit wir als Gemeinde getrennt und doch vereint miteinander feiern. Den Tag der Einsetzung des Abendmahls, den Karfreitag, den Ostersonntag. Wir feiern diesen Gottesdienst zusammen. Es ist der erste Gottesdienst, den wir mit unserem neuen Vikar Georg Stahlmann in unseren Gemeinden gestalten. Das ist Georg Stahlmann. Herzlich willkommen, Georg, in unseren Gemeinden Kahlefeld, Müdegerode und Seebexen. Vielen Dank. Es ist seit einem Monat in unseren Gemeinden. Wir haben für jeden dieser Gottesdienste Aufnahmen gemacht in den vier Kirchen, für die wir zusammen zuständig sind, damit Sie möglichst viel von dem wiedererkennen, was vielen von uns lieb und wichtig ist. Hier in der Liebfrauenkirche Kahlefeld, der Weißen Wasserkirche, der St. Georgskapelle in Müdegerode, der St. Martinskirche in Seebexen. Und so geschehe dieser Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Gemeinde, ich habe den Eindruck, dass es in diesen Wochen für viele von uns so ist, wie es in unserer Kirche aussieht im Augenblick. Vieles haben wir vor Wochen begonnen. Manche haben einen großen Geburtstag geplant, eine goldene Hochzeit, eine diamantene Hochzeit hatten wir im Ostergarten vorgesehen. Taufe, Konfirmation, Hochzeiten. Vieles ist so schön geplant und schon begonnen. Und manches ist auch schon ganz gut geworden. Und dann erst langsam wurde uns klar, welche Katastrophe da dazwischen kommt und sich ausbreitet. In vielen scheint uns das Leben eingefroren, angefangen und nicht weitergemacht, weil das Leben sich völlig geändert hat. Eingefroren mitten im Leben und in der Gestaltung, wie die Vorbereitung für diesen Ostergarten. Hier vorne in diesem Raum ist es schon ziemlich schön. Man kann sich den Tisch vorstellen, an dem Jesus mit seinen Jüngern saß, an dem Tag, den wir Gründonnerstag nennen. Das erste Abendmahl mit ihnen zu feiern. Konfirmandinnen und Konfirmanden haben dies so schön hergerichtet. Man sieht den siebenarmigen Leuchter im Judentum, das Zeichen der Vollkommenheit. Doch was ist vollkommen in diesen Tagen? Uns scheint das Einzige, was vollkommen ist, ist die Verunsicherung. Ist die Frage, wie geht es weiter? Das Einzige, was vollkommen ist, ist die Unvollkommenheit. Heilige Gegenstände sind auf dem Tisch, so wie sie beim Passamahl auch liegen. Das Schofar, das Widderhorn, mit ihm wird zum gemeinsamen Gottesdienst gerufen. Uns rufen die Glocken zum Gebet, getrennt und doch im Gebet vereint. Im Ostergarten werden wir dann aufgestanden
Und wir hätten uns auf den Weg gemacht in den Garten Gethsemane, dort vorne hin, Waldboden und Felsen, trockene Bäume, ein Kamel, die Ketten, mit denen man Jesus dann abführt. Dieses und noch viel mehr hätte uns die Geschichte dieses Gründonnerstags noch mehr unter die Haut gehen lassen. Doch heute stehen Kisten dort. Der Waldboden ist noch in den Tüten nicht ausgeschüttet. Das ganze Projekt halb angefangen und abgebrochen, wie eingefroren durch diese Katastrophe. Wie geht es weiter? Das sind die Fragen, die uns vor allem im richtigen Leben beschäftigen. Wie geht es weiter? Wie und wann können wir das wieder aufgreifen, was wir vor der Katastrophe begonnen haben? Ich habe den Eindruck, das ist auch die Situation, die wir an diesem Gründonnerstag bedenken. Es hätte alles so schön sein können, so denken wir uns oft in diesen Tagen. Es hätte alles so schön sein können, so denken die Jünger Jesu, wo sie so einträchtig zusammensitzen. Aber dann sagt er ihnen, es kommt alles ganz anders. Ganz anders, als ihr das geplant habt. Ganz anders, als ihr das denkt. Einer von euch wird mich verraten. Diese Krise wird schwer, sehr schwer. Aber selbst da bin ich. Selbst da bleibe ich bei euch. Denn Gott ist nicht einer, der in Krisen aufgibt, sondern der durch seine Wunder aus der Krisenzeit eine Wendezeit macht. Dafür gibt er uns Brot und Wein, sein Zeichen der Liebe. Auch in diesen Momenten bin ich bei euch, sagt er uns zu. Amen. Ich danke dem Herrn von ganzem Herzen im Rate der Frommen und in der Gemeinde. Groß sind die Werke des Herrn. Wer sie erforscht, der hat Freude daran. Was er tut, das ist herrlich und prächtig. Und seine Gerechtigkeit bleibt ewiglich. Er hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder, der gnädige und barmherzige Herr. Er gibt Speise denen, die ihn fürchten. Er gedenkt auf ewig an seinen Bund. Er lässt verkündigen seine gewaltigen Taten seinem Volk, dass er ihnen gebe das Erbe der Völker. Die Werke seiner Hände sind Wahrheit und Recht. Alle seine Ordnungen sind beständig. Sie stehen fest für immer und ewig. Sie sind geschaffen wahrhaftig und recht. Er sandte Erlösung seinem Volk und gebot, dass sein Bund ewig stehen soll. Heilig und hehr ist sein Name,
Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Wahrhaftig klug sind alle, die danach tun. Sein Lob bleibt ewiglich. Halleluja. Guter Gott, ewig heißt ewig bei dir. Vor aller Zeit warst du und wirst es immer sein. Auch in dieser Zeit bist du bei uns und wirkst deine großen und kleinen Wunder. Dieser Gedanke erscheint uns manchmal zu schön, um wahr sein zu können. Festige unsere Herzen, damit wir auch im Angesicht von Ängsten deine hoffnungsfrohe Wahrheit bewahren. Gib das Gedächtnis deiner ewigen Wunder in unser endliches Leben. Amen. Amen. Die Epistel für den heutigen Gründonnerstag befindet sich im ersten Brief des Paulus an die Korinther, Kapitel 11. Ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Der Herr Jesus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach: Das ist mein Leib für euch, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr es daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und von dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Liebe Gemeinde, es gibt Zeiten, nach denen nichts mehr so sein wird wie vorher. Zeiten, während denen unsere ganze Welt Kopf zu stehen scheint.
Was man für unumstößlich hielt, ist plötzlich aufgehoben. Und was man eigentlich für unvorstellbar hielt, ist plötzlich Realität. Es ist Krisenzeit, aus der im Rückblick eine Wendezeit wird. Denn nach einer Krise wird man die Dinge überdenken, die zur Krise geführt haben, und man wird versuchen, sie zu ändern. Das gilt heute wie schon damals. Wenn ich damals sage, möchte ich Ihnen von einer Zeit erzählen, die lange her und doch wichtig genug ist, um den heutigen Predigttext zu liefern. Es ist die Geschichte vom Auszug aus Ägypten, die Geschichte, wie Gott Wunder wirkt, um sein erwähltes Volk Israel aus der Knechtschaft aus Ägypten zu führen. Und damals, wie im Buch Exodus, Kapitel 12 beschrieben, war so eine Wendezeit. Die Lesung aus dem Alten Testament für Gründonnerstag. Der Herr sprach zu Mose und Aaron in Ägyptenland: Dieser Monat soll bei euch der erste Monat sein, und von ihm sollt ihr die Monate des Jahres zählen. Sagt der ganzen Gemeinde Israel: Am 10. Tage dieses Monats nehme jeder Hausvater ein Lamm, je ein Lamm für jedes Haus. Wenn aber in einem Hause für ein Lamm zu wenige sind, so nehme er es mit seinem Nachbarn, der seinem Haus am nächsten wohnt, bis es so viele sind, dass sie das Lamm aufessen können. Ihr sollt es aber verwahren bis zum 14. Tag des Monats. Da soll es die ganze Versammlung der Gemeinde Israel schlachten gegen Abend. Und sie sollen von seinem Blut nehmen und beide Pfosten an der Tür und den Türsturz damit bestreichen an den Häusern, in denen sie es essen, und sollen das Fleisch essen in derselben Nacht. Am Feuer gebraten und ungesäuertes Brot dazu, und sollen es mit bitteren Kräutern essen. Und ihr sollt nichts davon übrig lassen bis zum Morgen. Wenn aber etwas davon übrig bleibt bis zum Morgen, sollt ihr es mit Feuer verbrennen. So sollt ihr es aber essen. Um eure Lenden sollt ihr gegürtet sein und eure Schuhe an den Füßen haben und den Stab in der Hand, und sollt es essen in Eile. Es ist der Herrn Passa. Denn ich will in derselben Nacht durch Ägyptenland gehen und alle Erstgeburt schlagen in Ägyptenland unter Mensch und Vieh, und will Strafgericht halten über alle Götter der Ägypter. Ich bin der Herr. Dann aber soll das Blut euer Zeichen sein an den Häusern, in denen ihr seid. Wo ich das Blut sehe, will ich an euch vorübergehen, und die Plage soll euch nicht widerfahren, die das Verderben bringt, wenn ich Ägyptenland schlage. Ihr sollt diesen Tag als Gedenktag haben und sollt ihn feiern als ein Fest für den Herrn, ihr und alle eure Nachkommen, als ewige Ordnung. Vielleicht kennen Sie diese Passage? Sie ist Teil der 10. und letzten Plage, die Ägypten trifft, bevor Mose und Aaron ihr Volk aus der Knechtschaft führen dürfen. Für die Israeliten soll die Freiheit folgen, eine hoffnungsfrohe Aussicht. Doch zuvor geht Gott selbst durch das schlafende Land. Die machtvolle Präsenz Gottes kann töten, wenn sie wie eine Seuche durch Ägypten fährt. Das ist beängstigend. Und sicher haben die Israeliten auch Angst, während sie in ihren Häusern sitzen, nicht hinaus können, weil sie wissen, dass draußen eine unsichtbare Macht Tod und Verderben bringt. Ihr Essen müssen sie in Eile einnehmen, in kleiner Hausrunde, nur mit bitteren Kräutern gewürzt. Es ist Krisenzeit eben, in der die gewohnten Regeln aufgehoben sind und alles anders ist. Doch zugleich wissen die Israeliten, dass ihr Gott am Werke ist. Für sie, so wie er es versprochen hat. Damit sie weniger Angst haben, spricht Gott vorher zu Mose und Aaron: Sie sollen es allen weitersagen. Gott macht deutlich, dass er diese Wendezeit mitgestalten, sie zum Guten wenden will. Um die Menschen daran zu erinnern, setzt er ein Zeichen ein. Gott wirkt Wunder, und wir sollen uns daran erinnern. Wir wissen es ja selbst, Menschen neigen dazu, manches zu vergessen, besonders wenn sie Angst haben. Dann denkt man nur noch an die eigene Sicherheit, an die eigene Ohnmacht angesichts der schieren Größe
der Krise und vergisst ein altes Versprechen, welches Gott den Menschen gegeben hat. Ich will mit euch sein, bei euch sein und helfe mit, dass sich alles zum Guten wendet. Als Erinnerungsstütze, als Gedächtnishilfe sozusagen, kommt jetzt dieses Fest, welches die Israeliten immer wieder feiern sollen, das Passafest. Es wird bis heute jedes Jahr von Jüdinnen und Juden gefeiert. Auch Jesus Christus, der selbst ein gläubiger Jude war, hat dieses Passafestmahl mit seinen Jüngern zelebriert, in der Nacht, da er verraten ward. Und daran erinnern wir uns noch heute, am Gründonnerstag und jedes Mal, wenn wir uns zum Abendmahl versammeln. Denn auch Jesu letzte Tage in Jerusalem wurden als eine Krisenzeit wahrgenommen, aus der Gott durch die Auferstehung eine Wendezeit gemacht hat. Sie wird bis heute jedes Jahr von Christinnen und Christen gefeiert, an Ostern und im Abendmahl. Dies sind also Gottes Gedächtnishilfen für uns, wenn uns die Angst vor dem möglichen Unheil zu übermannen droht. Zuerst das Passafest und nach Jesu Tod und Auferstehung das Abendmahl. Jetzt habe ich schon vom Abendmahl gesprochen, an das wir uns an Gründonnerstag jedes Jahr erinnern, indem wir es im Gottesdienst feiern. Eigentlich. Sie merken es selbst, wir sind heute nicht in der Kirche versammelt, wie gewohnt, und wir können in diesen Tagen auch nicht Abendmahl feiern, wie gewohnt. Ich spreche zu Ihnen von einem Bildschirm aus. Sie sitzen gerade in Ihrem Wohnzimmer, auf dem Schreibtisch, in Ihrer Küche oder anderswo, denn auch heute ist so eine Krisenzeit. Wir sind angehalten, drinnen zu sitzen, am besten jede Familie für sich. Wir sollen Vorkehrungen treffen und draußen geht eine unsichtbare Gefahr um. Fast wie bei den Israeliten in der Geschichte vom Auszug aus Ägypten. Nur, dass es bei uns keine biblische Plage, sondern eine Virusinfektion ist, die die Krisenzeit bringt. Vieles ist jetzt nicht mehr möglich. Sie können heute nicht einfach zu uns in den Gottesdienst kommen, wie gewohnt. Wir können heute nicht einfach Abendmahl mit Ihnen feiern, wie gewohnt. Und doch gilt Gottes Versprechen an die Israeliten, gilt Gottes Versprechen an die Jünger Jesu, gilt Gottes Versprechen an uns auch noch heute. Ich will mit euch sein, bei euch sein und helfe mit, dass sich alles zum Guten wendet. Auch heute gestaltet Gott diese Zeit mit. Gott wirkt Wunder und wir sollen uns daran erinnern. Es ist zwar nicht so, dass wir die Hände in den Schoß legen sollen, weil Gott ab sofort alles für uns regeln wird. Aber Gott will mit uns sein, gerade jetzt in der Krise. Und er ist jetzt mit uns und wirkt seine Wunder, verwoben in unseren auf den Kopf gestellten Alltag. Jeden Tag gehen Medizinerinnen, Pflegekräfte, Sanitäter aufs Neue an die Arbeit und sind für ihre Patienten da, trotz der Gefahr. Jeden Tag machen Lkw-Fahrer, Bauern und Angestellte in den Supermärkten mehr als nur ihren Job, damit alle versorgt werden. Jeden Tag finden einfache Menschen, wie Sie, wie ich, neue Mittel und Wege, einander beizustehen und sich gegenseitig Mut zu schenken. Jeden Tag läuten abends die Glocken und wir stellen Kerzen in unsere Fenster als Zeichen der Hoffnung. Jedes Mal, wo Menschen trotz allem nicht den Mut verlieren, sondern hoffen, wirkt Gott ein kleines Wunder, welches weitere Wunder nach sich zieht, bis auch diese Krisenzeit zu ihrem Ende kommt. Gott wirkt Wunder und wir werden uns daran erinnern. Und dann? Krisenzeiten sind Wendezeiten. Wir werden zurückblicken, vieles überdenken, ausbauen, was uns in dieser Krise geholfen hat und verändern, was zu dieser Krise geführt hat.
Ich frage mich hierbei, welche Feste wird es geben, um sich an diese Wendezeit und Gottes Wunder zu erinnern? Seit der Herausführung aus der Knechtschaft feiert das Judentum als Erinnerung das Passafest. Nach Jesu Auferstehung vom Tod feiert das Christentum das Abendmahl. Und nach dem Ende der Corona-Krise? Ein ernster Gedenktag für all jene, die wir verloren haben? Eine große Party im ganzen Land, um das Ende der Isolation mit den solidarisch gewordenen Mitbürgern zu feiern? Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, was ich dann tun möchte. Ich möchte dann mit Ihnen Abendmahl feiern. Amen. Einen weiteren digitalen Gottesdienst geben. Und wenn Sie Ihre Version, sei es auf YouTube oder auf DVD, wenn Sie Ihre Version um 14.30 Uhr starten, dann werden Sie mit uns und dem 15 Uhr Geläut von der Liebfrauenkirche in Kahlefeld enden. Und jetzt wollen wir miteinander Fürbitte halten. Guter Gott, bewahre uns und unsere Lieben in dieser Zeit der Krise. Barmherziger Gott, lass du uns erfahren, dass Krisenzeiten Zeiten der Hoffnung werden können, der Chancen des Neuanfangs. Führe du uns in deiner Güte durch die Dunkelheit in das Licht. Schenk uns deine Nähe. Und alles, was unsere Herzen bewegt, bringen wir vor dich mit den Worten, die uns Jesus Christus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich
und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht in diesen Tag mit dem Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir deinen Frieden. Amen.